Weiter zu Kapitel 3. Weiter zu Kapitel 3. So. Okay, so beautiful, BFF. Und, oh! Okay. Die ist doch da gewesen. Hast du das gesehen? Dass sie hatte BFF und ein Triskelion darüber. Ich kann jetzt leider diese Bilder nicht nochmal anzeigen. Aber es war, das Handgelenk war BFF und dann hatte sie ein Armband mit einem Triskelion darüber. Und dann ist sie anscheinend doch zur Demo gegangen. Ich bin gerade so ein bisschen geschockt. Wir haben uns so gefreut, dass wir haben letzte Woche, als wir es gespielt haben, schon gesagt, das war jetzt gerade ein bisschen einfach. So dieses, wir haben irgendwie zwei Sachen geschickt und dann hat sie gesagt, okay, ich gehe nicht hin. Und damit war es vorbei und dann haben wir noch irgendwie in der Diskussion danach gesagt, das war jetzt gerade so ein bisschen einfach. Ja, und herzlichen Dank. Da merkt man, dass ich alt bin. Natürlich kann ich nochmal auf ihr Profil klicken und wahrscheinlich das Bild ansehen. Dankeschön für die Hinweise, Mahai Edgar Samkata. Wahrscheinlich funktioniert das. Ja, Nikik hat's auch gesagt. Ja, und JW-2805. Moin. Schön, dass du auch da bist. Dann gucken wir mal bei Emilia. Warte mal, sie war dabei, ist da die Plakat. Kannst du mal auf dieses Plakat klicken? Also auf das erste Bild. Das hier? Ja. Stolze Frauen als Vorlage. Das hier ist Patricia, schreibt sie auch. Hier bemale ich gemeinsam mit Patricia für meine erste Demo. Ihre erste auch noch. Farbe. Patricia, super, dass du dich doch noch entschieden hattest, mitzukommen. Ja, das war spannend. Ja, ich finde es auch. Ich muss mal ganz kurz. Sie musste ernsthaft stolze Frauen sich als Vorlage daneben legen? Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen abwertend, aber es ist mir jetzt aufgefallen. Und ihr Profilbild hat sich geändert. Ja. Und seht ihr das? Die beste Freundin. Nee. Da oben, das sieht aus wie rot angemalte Teufelshörnchen bei Patricia. Stimmt. Ah, jetzt aufs Profilbild klicken. Danke. Hier sieht man's. Nochmal die Story. Ja, Leute, ich habe kein Instagram, deswegen bin ich das nicht. Ich bin das nicht gewohnt, dass man aufs Profilbild klickt, wenn da ein roter Kreis drum ist. Ich bin halt alt. Ja, so alt bist du jetzt auch noch nicht. Ich würde es an der Stelle tatsächlich auch nicht aufs Alte schieben. Nein. Es gibt ja auch ältere Menschen, die auf Instagram unterwegs sind oder andere. Ja, und es gibt Jüngere, die auch kein Instagram haben. Ja, okay, okay, okay. Ja, aber jetzt haben wir es gesehen. Hier nochmal, als drittes Mal hier. Das war mir sofort aufgefallen. Das ist doch ihr Armband. Da ist ein Triskelion und da ist sie dann doch. Meine erste Demo, aufregend. Stolze Frauen, ja Mensch. Na, hervorragend. Gibt's überall, auch bei WhatsApp. Was heißt denn überall? Ich habe WhatsApp. Bei Signal habe ich die Stories ausgemacht, seit es sie gibt, weil ich benutze das als sicheren Messenger und nicht für Stories. Und ich habe vielleicht. Ist ein anderes Thema. Womit fangen wir an? Emilia, nee, oder? Warte, ich muss dazu auch nochmal was sagen. Ja. Bitte. Also erstens finde ich es total schön, dass sozusagen die Hinweise im Chat gar nicht vor, also so grundsätzlich einfach eher so hilfreich waren. Also da sind wir wieder bei, ich mag die Art und Weise, wie wir kommunizieren, im Sinne von, ja, guck mal, da ist ein roter Kreis drin, kannst du draufklicken und so. Und bei WhatsApp ist es auch so. Und ich habe letztes Jahr noch vor Weihnachten eine Veranstaltung gemacht, wo es um politische Kommunikation ging. Und das war ganz spannend, der Christian Fuchs, ich weiß nicht, ob ihr den kennt,
der auch Politikberater ist und vor allem in diesen ganzen digitalen Sachen, der dann auch erzählt, dass es quasi einer der Trends ist, wirklich WhatsApp zu nutzen und gar nicht mehr die große Öffentlichkeit in der Kommunikation anzugehen, sondern eher das Ganze ein bisschen kleiner zu machen und eher direkter. Und ich habe einige Landtagsabgeordnete und so, die wirklich ganz gezielt über WhatsApp, über den WhatsApp-Status einfach sagen, was sie tun und damit nochmal eine ganz andere Zielgruppe erreichen als vorher. Und es gibt auch Ja, andere nämlich Leute, die 50 probieren. plus, das ist total Ja, und mich. abgefahren. Also Meine, mich auch. tatsächlich, meine Mutter erzählt mir immer so, ja, das weiß ich, hier, hast du das gehört, hast du das gehört? Ich so, nee, es haben die in ihrem WhatsApp-Status. Ich so, wovon sprecht ihr? Was? Nee. Du kannst Okay, ja auch quer, interessant, aber das ist du halt kannst ja auch etwas. quer posten. Also die nehmen dann sozusagen das Bild von Instagram, was da sozusagen einmal schon fertig vorformatiert ist und packen das dann in den WhatsApp-Status rein. Und ich finde das auch tatsächlich ganz lustig. Und in meinem, die Arbeitsromi macht das auch, Privatromi nicht, weil das interessiert niemanden, aber die Arbeitsromi macht das auch. Okay. Ab und zu. So, hey, ich bin gerade da und da. Weil ansonsten vergesse ich manchmal, mich bei Leuten zu melden und so. Also euch, also wir sehen uns hier regelmäßig jede Woche, aber es gibt ganz viele Menschen, mit denen ich arbeite, die sehe ich super selten. Und das ist immer noch mal so ein schöner Moment und ein schöner Anlass auch für Kommunikation. Auch wenn andere dann irgendwas was schreiben und dann sagen so, hey, ich bin jetzt gerade da und da, so, oh, ist ein spannender Referent, wie war es denn? Und so funktioniert es dann auf einmal auch. Also man kann das auch wirklich ganz gezielt für Kommunikation und auch politische Kommunikation nutzen. Fiel mir nur gerade ein. Musste ich noch loswerden. Entschuldigung. Nicht schlimm. Nein, entschuldige dich doch bitte nicht. Und im Chat sagt Beidwelt gerade, meine Mutter ist fitter in Technik als deine Mutter ist fitter in Technik als du, André. Das würde ich so nicht sagen, aber wir benutzen halt sehr unterschiedliche Netzwerke und Tools. Meine Mutter hat einen Pinterest-Account, ich nicht. Meine Mutter benutzt WhatsApp-Status. Nachrichten. Ich nicht. Ich benutze Signal, meine Mutter nicht. Bin ich dann eine Mischung aus deiner Mutter und dir? Ich würde, so weit würde ich jetzt nicht gehen und das festmachen an der Benutzung von Apps, Romy. Bitte. Heute hat auch irgendwer bei Twitter eine Umfrage gemacht, welche Messenger-Dienste man nutzt. Und das war dann, man konntest irgendwie vier auswählen. Und ich dachte dann so, na, wenn ich doch aber drei benutze von den vieren. Je nachdem, Hallo. mit wem ich spreche. Ich hab Besuch. Ich habe heute auch von der Schnubbi-Cam erzählt, André. Wir hatten heute im Seminar super viele Hunde, die dann irgendwie mal ganz kurz die Schnauze reinhielten. So, hallo, ich bin jetzt da. Und dann habe ich von der Schnubbi-Cam erzählt. Wobei bei uns kommen auch, also wir sehen Partnerinnen, Tiere, also auch viele Katzen, Kinder auch. Jetzt sind ja Ferien, sind ja Winterferien, also gibt es dann auch immer mal wieder Kinder. Und da ist Schnubbi da. Buddelpower finde ich hervorragend. Und Sarasani, übrigens, warst du wieder im Zoo oder was? Ich freue mich jedes Mal über deine Bilder. Das ist so schön. Oh, genau, erstmal ein Nest bauen, erstmal, genau, erstmal eine Kuhle, erstmal einen Donut buddeln in das Kissen. Genau. Ja, und mein Hund kann nicht sprechen, das war meine Frau, die ihr sprechen habt hören. Weil der Hund kann alleine noch nicht, Gott sei Dank, die Türen öffnen und der kommt auch die sehr steile Ententreppe hier in das Giebelzimmer nicht selber hoch. Treppen kann er laufen, aber diese Treppe nicht. Und ich muss danke sagen fürs Folgen. GKSLZKY oder Xilski. So, der Hund ist auch da und jetzt hat er fertig gebuddelt, glaube ich. Und dann kann er hier oben sich entspannen. Linda hat gesagt, er ist wild in der Wohnung herumgelaufen und manchmal braucht er dann einfach hier oben seine Ruhe. So. Auch schön, dass dieses Tier bei uns in der Runde seine Ruhe findet. Oder? Ja. Also natürlich vorrangig bei dir, weil uns kriegt er ja nicht mit, aber irgendwie ist auch schön. Ja, das mit dem mit der Story bei Emilia fand ich jetzt gerade. Jetzt fangen wir mit Emilia. Ich bin so gespannt, was da jetzt los ist. Puh, ich glaube, ich überlege mir das nochmal mit der Demo. Okay, ich gehe da nicht hin. Aber das war das letztes Mal. Das sind doch keine neuen Nachrichten. Und jetzt ist diese Story da und sie ist trotzdem hingegangen. Okay.
Wir sind ja nicht verheiratet oder haben in irgendeiner Form einen Vertrag geschlossen, bei dem Lügen verboten ist. Ja, man Trotzdem kann ist ja seine es. Meinung auch ändern. Ja. Hey, du wolltest doch noch mal mit Emilia sprechen. Denn, guess what? Sie ist doch auf die Demo gegangen. Genau das habe ich getan. Oder sie hatte mir versprochen, nicht zu gehen. Aus dem Bauch würde ich das zweite nehmen, übrigens. Ja. Also das eine, da ist so, da bleibe ich bei mir. Genau das habe ich getan. Ja, ich habe wirklich mit ihr geredet. Das hat so ein Rechtfertigungsding, aber bei mir oder bei uns. Und bei dem anderen ist so, ja, wir haben mit ihr geredet. Sie hat gesagt, sie geht nicht und jetzt ist sie doch. Und irgendwie empfinde ich mich gerade, ich habe gerade eine gewisse Nähe zu dem roten Emot da. Ja, der Chat ist nicht ganz auf deiner Seite, weil ganz viele sagen, sie hat es uns nicht versprochen. Sie hat nur gesagt, sie geht nicht hin. Ah, das ist ein Punkt. Das wäre auch etwas gewesen, was ich gesagt hätte an der Stelle. Ja. Ja, ihr habt einen Punkt. Nehme ich. Ja. Kann ich super gut mitleben. Dann machen wir eins, ja. Genau das habe ich getan. Brrr. Mist. Auf jeden Fall nochmal mit Emilia. Wir müssen aufeinander Acht geben. Wir sind doch eine Gang. Wir sind eine Schülerzeitungsredaktion, ja, aber auch vielleicht auch eine Gang, stimmt. Überleg dir gut, was du ihr sagen willst. Oder wie ich immer zu sagen pflege, don't be a quitter, be a quitter. Übersetzt, vermasse es nicht. Ah, du machst das schon. No Okay. pressure. Ja, Überhaupt kein genau. Druck Nein, aufbauen. nee. Vielleicht zusammen, Vicky. Nee. Okay. Können wir da eine gemeinsame Intervention machen, liebe Schülerzeitungsredaktion? Genau. Entschuldigung. Das mit dem Scrollen habe ich immer noch nicht in irgendeiner Form gefixt. So. Sende eine Nachricht. Jetzt bin ich mal gespannt, welche Möglichkeiten wir haben, Emilia eine Nachricht zu schicken. Oh, okay. Emilia, ich versuche das mal. Ich kann das nicht. Emilia, ich habe deine Story gesehen. Warum warst du auf dieser Demo? Erklär's mir. Ich verstehe es einfach nicht. Oder? Hey Emilia, ich habe deine Story gesehen und würde gern nochmal mit dir reden. Das ist so dieses, was würde ich gern sagen und was sollte ich sagen? Das eine ist so, ernsthaft, hast du den Schuss nicht gehört? Wir haben drüber geredet. Was? Und das andere ist so, hey, du, ich hab's gesehen, können wir da eventuell, möglicherweise, bitte nochmal drüber sprechen? Also aus meinem Gefühl heraus wäre es das Erste, aber ich habe den Eindruck, es wäre richtiger, das andere zu bringen. Wirklich? Jetzt ist wieder das Ding. Jetzt sehen wir es wieder unterschiedlich. Aber ich bin gespannt, was ihr sagt. Und Mahai sagt, zwei wäre diplomatisch, oder? Ich Ist auch finde mein nicht, dass Eindruck. das, ich find nicht, dass das zweite diplomatisch ist. Das zweite ist manipulativ. Das zweite ist so, hey Emilia, ich habe deine Story gesehen. Und ich würde gerne noch mal darüber reden und ich mache jetzt ein Emote dahinter, dass du siehst, dass warum ich mit dir reden will, etwas damit zu tun hat, dass ich traurig bin. Das ist furchtbar. Eins ist so, sag mal, Hast du den Schuss weil nicht wir, gehört? nee, Habe ich gefragt, um den Kick zu zitieren. ja, nicht nur das, sondern guck mal, was hier oben ist. Ja. D Typ. Oh krass, der Typ scheint wirklich in Ordnung zu sein. Puh, ich glaube, ich überlasse mal dem. Okay, ich gehe nicht hin. Und dann ist, also wenn dazwischen jetzt noch drei Seiten lägen und Romane geschrieben wurden und wir noch mal ein paar Bilder ausgetauscht hätten oder so, aber ich finde, das warum warst du auf dieser Demo? Erklär's mir, ich verstehe es einfach nicht. Ganz schön als Antwort auf, okay, ich gehe nicht hin. Oh, Daddel, ich habe Daddel zitiert. Genau, Daddel sagt es auch im Chat. Du, Emilia, ist das zweite, ja. Also ich hatte halt den Eindruck, dass wir mit Konfrontation bei ihr irgendwie nicht so wahnsinnig weit gekommen sind. Zumindest nicht als Gesprächseröffnung. Ihr dann so ein paar Sachen zu sagen, hat funktioniert. Ja, du Was hast recht, ich an es der ist vernünftig.
Ja, das ist das, was ich eingangs meinte mit das erste würde ich gerne sagen und beim zweiten denke ich, es wäre möglicherweise die diplomatischere Variante. Der Vorteil, ich rede mir jetzt, aber ich rede jetzt noch mal im Sinne des ersten, was ich am ersten besser finde als beim zweiten, ist diese klare Ansage, ey, erklär's mir. Rede mit mir. Was um Himmels, ich verstehe es nicht. Wir haben doch irgendwie darüber gesprochen, was ist da los? So, jetzt haben wir unterschiedliche Positionen. Momentan führt eins übrigens, wenn ich das gerade richtig sehe im Chat. Eins, zwei, drei. Es gibt sehr viel Eins. Es gibt sehr viel eins. Kuni hat auch gerade nochmal einen Punkt. Ihr zeigen, dass man doch getroffen ist, könnte helfen. Also eins. Ich würde dir tatsächlich zustimmen, dass man halt so, hey, ne, also nicht direkt auf Konfrontation kommen, aber tatsächlich ist so in diesem Chatverlauf, okay, ich gehe nicht hin. Story war auf meiner ersten Demo. Düdelü. Dann kann man, finde ich. Diese direkte Nähe findet, also, puh. Da wäre tatsächlich diese Überlegung, wovor ich versuche, tatsächlich zurückzuschrecken, aber jetzt haben wir dieses Thema einmal. Da wäre diese zweite Überlegung, hey Emilia, ich habe deine Story gesehen, ich würde gerne nochmal mit dir reden. Diese Option würde ich dann wählen, aber dann hätte ich schon einen Gedanken verschwendet. Gut, ich kann den jetzt nicht mehr zurückziehen, aber das wäre spielmechanisch gedacht. Ich will jetzt nicht auf Konfrontation gehen, weil Konfrontation war bei den anderen Sachen, wurde auch schlecht bewertet, wenn man die Kapitel, dass man immer konstruktiv miteinander umgegangen ist, bla 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 bla. Und dann würde ich sagen so, ja, das könnte ich mir deswegen vorstellen. Aber aus der Nähe, was die hier oben steht und so, bin ich eigentlich bei eins. Mahai wird überstimmt. Ich bin mir noch, also ich glaube, wir sind noch nicht durch mit der Entscheidung. Erstens, weil Fockaffe auch schon Stimmt. gesagt hat, zwei, weil es ein Gespräch eröffnet. Nikik wurde von eins überzeugt, aber vielleicht kriegen wir Nikik auch wieder zu zwei. Weil hier ist es, ich glaube, hier ist es auch nochmal die Frage, wie lesen wir das gerade vor? Wenn wir jetzt, lass uns mal diese unterschiedlichen Varianten mit unterschiedlichen Tonfällen vorlesen. Jetzt, die erste Variante war, hey Mirja, du, ich habe deine Story gesehen und würde gerne nochmal mit dir reden, zwinker, zwinker. Bitte? Aber wenn wir es ein bisschen anders mit einem anderen Tonfall vorlesen, nämlich, hey Mirja, du, ich habe deine Story gesehen, ich würde wirklich gerne nochmal mit dir reden, dann ist das wieder eine andere Aussage. Ja. Und dann kannst du auch schon wieder sagen, du bist getroffen. Übrigens wirklich der Nachteil, wenn man so eine eingeschränkte Kommunikation wie so ein Chat hat. Weil es immer auch die Frage ist, in unserem Fall, wie lesen wir denn das vor, was da steht? Und das ist natürlich geprägt von unserer Position da drauf. Ja. So, aber wenn wir jetzt mal den Tonfall rausnehmen aus der Geschichte, sondern nur den reinen Text sehen, bin ich auch wieder bei Fockaffe, mit dem das zweite eröffnet eher noch mal so ein bisschen, eröffnet für mich eher noch mal das Gespräch. Das erste geht schon fast schön in die Konflikteskalationsstufe von Glasl rein, wo es in die Verhärtung geht, wo man dem einen was um die Ohren haut, nämlich dieses klärst mir, ich verstehe es einfach nicht, ist schon eine klare Positionierung. Die Positionierung muss nicht falsch sein. Also versteht mich nicht falsch. Manchmal ist, so gerade in so Interventionsmomenten ist es durchaus wichtig, dass man genau so eine Positionierung fährt und irgendwie sagt, warte bis hierhin und nicht weiter. Was geht mit dir? Was ist mit dir kaputt? Ich weiß aber immer noch nicht, was in unserem Fall mit Emilia, wir wollen die ja behalten. Also wir wollen sie als Freundin behalten, wir wollen sie als Mitglied der Schülerzeitungsredaktion behalten und wollen einfach verhindern, dass sie in diese rechte Ecke immer mehr abrutscht. Und ich weiß nicht, ob es jetzt wichtiger ist, die Tür ganz weit offen zu lassen, damit sie sich immer wieder eingeladen fühlt. Oder aber, wenn wir jetzt die Tür so ein bisschen zuknallen, in einem klitzekleinen Wutanfall, so hast du den Schuss nicht gehört, ob sie dann nicht einfach sagt, oh, weißt du was, verpiss dich, ich gehe zu Patricia. Gut, an der Stelle ist es jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass sie, also ich habe das Gefühl, dass wir bereits nach der Entscheidung sind, aber Und ich bin definitiv dafür, weil Arme Kunis gerade fragt, natürlich kann man seiner Freundin, dafür sind es Freunde, sagen, wenn man sauer ist. Frage ist, ist das der Einstiegssatz oder versucht man erstmal das Gespräch zu eröffnen, um dann wirklich in ein Gespräch zu kommen, um dann zu sagen, ey, ich bin sauer, ich bin enttäuscht, weil.
Weil hier hast du die Emotion gleich mal ins Gesicht geworfen. Wie ich finde, völlig nachvollziehbar ist, weil sie hat gesagt, sie geht da nicht hin. Wir haben versucht, also wir haben da auch durchaus Energie in der letzten Woche reingesteckt, sie davon zu überzeugen, dass sie da nicht hingeht. Und haben uns sehr, sehr viele Gedanken gemacht, haben mit Ja. ganz vielen Leuten gesprochen. Ja. Also, da ist schon ist schon Gehirnschmalz und Emotionen und Nähe reingeflossen. Deswegen finde ich es auch völlig gerechtfertigt, dass wir jetzt auch als Spielerinnen ein klitzeklein wenig enttäuscht davon sind, wie sich Emilia jetzt im Spiel entschieden hat. Ja, und drei verschiedene Perspektiven auf diese Sache, beziehungsweise vier sogar, vier, die ich alle in Reihenfolge vorlese, die mir nicht dabei helfen, eine Entscheidung zu treffen, die ich aber alle wichtig finde. Scrob sagt, ich bin gerade erst reingekommen, hasst mich mit der 2, finde es auch offener, gerade bei Textnachrichten. Horsti sagt, spielmechanisch ist Emilia unsere Freundin, aber bisher hatten wir noch keinen einzigen Freundschaftsmoment, das stimmt. Zarazani sagt, nach dem Gespräch vorhin sollten wir 2 nehmen, weil Critter not Quitter. Auch richtig, eigentlich. Und dann Geflügelschere, lieber erstmal vorsichtig anfangen. Sonst kann es sein, dass sie dicht macht und sich noch mehr zu Patricia wendet. Genau, und noch mehr ist der Schlüssel auch. So, was? Aktuelle Abstimmung. Es gibt nur voll. Jemand hat eine Abstimmung gemacht. Okay. Die läuft 2 Minuten, 1 Minute oder 2 Minuten? Okay. Antwort 1 oder Antwort 2? Ehe wir jetzt noch länger drüber diskutieren, haben wir eigentlich, also das Schöne ist ja auch, wir haben, natürlich machen wir eine Umfrage, wir sind ja partizipativ und so. Ja. Aber wir haben keine Geschäftsordnung, wo drin steht, dass wir es auch benutzen. Nee, richtig. Aber ich glaube, es ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig oft vorgekommen, dass wir uns anders entschieden haben. Aber mich würde es tatsächlich interessieren, und momentan steht es 5 zu 5. Ja. Also wir haben aktuell 19 aktive Nutzerinnen, die Und dabei sind. die Zeit ist abgelaufen, leider. Ernsthaft, Leute, 5 zu 5. Ja. Ich mag uns. Das ist schön. Wir können uns zumindest nicht gegen den Chat entscheiden. Das ist ein guter Punkt, Horst. Und ich weiß nicht, ich glaube, Fockaffe hat vorhin schon so ein bisschen zu Antwort 2 tendiert. Sie hat jetzt halt nicht abgestimmt, deswegen können wir es nicht zählen. Nikik war zwischendurch wurde von 1 überzeugt. Also würde es auch 6 zu 6 stehen. Das hätte uns wahrscheinlich auch nicht geholfen. Ja, es stimmt, kann ich hier in Berlin wohnen, wo die Wahllokale noch Stunden offen sind. Es kann auch nicht jeder in der Schweiz wohnen, wo irgendwie ständig über irgendwas abgestimmt wird. Ich fand diesen Vorschlag, das als Nebenverdienst zu machen, vorhin in der Runde durchaus auch charmant. Vielleicht gehen da noch mehr Leute hin. Ist natürlich so. Ein Spaß. Ist natürlich ein Spaß, das würde ich so nie sagen. Oder, also habe ich ja gesagt, aber ihr wisst ja und so. So, Nikik sagt, bin jetzt von den Argumenten eher für 2. Nikik, so schnell können wir dich überzeugen, das finde ich schön. Spielmechanisch allerdings eins spannender. Und ja, die Frage ist, wie oft müssen wir die Wahl wiederholen? Und wird es von irgendeinem Gericht gekippt oder nicht? Oder wie funktioniert? Wir haben noch kein Twitch-Gericht. Nein. Also irgendwie, wir sind so ein bisschen, weißt du, André, also wir beide sind so ein bisschen die Exekutive. Der Chat ist irgendwie die Legislative gerade wahrscheinlich. Uns fehlt irgendwie noch so ein bisschen ein Twitch-Gericht. Kann ich dem, Geflügelschere sagt ich auch vielleicht. muss dem Hund kleine Schälchen machen mit 1 und 2 und je nachdem, aus welchem Schälchen er dann isst. Wir sind die Schöffen. Finde ich auch gut. Übrigens, Geflügelschere ist für 2. Damit würde jetzt aktuell 2 führen. Aber ihr habt halt nicht abgestimmt, deswegen können wir es nicht zählen. Das ist halt so, wie wenn man nicht zur Wahl geht. Ich hätte wen anders gewählt. Das zählt halt dann dummerweise nicht. Das ist ein bisschen blöd. Lass uns einfach tun. Okay, was tun wir denn? Ich habe keine Ahnung. Nehmen wir Option 3. Ja, ist Aber es erklärt auf jeden Fall, warum wir es nicht schaffen, dieses Spiel in 45 oder so eine Episode in 45 Minuten zu spielen, weil wir brauchen ja schon, ich habe keine Ahnung, wie viele Minuten, um uns zu entscheiden, welche der beiden Nachrichten wir hier schicken. Ja, machen wir es mal. Lassen wir ihr mal die Tür offen. Ich meine, ich bin jetzt eh schon. Sie wurde, also entweder hat sie noch mal mit Patricia gesprochen.
und hat sich dann nochmal unentschieden oder sie hat sich ganz unabhängig mit Patricia zu sprechen umentschieden. Aber lassen wir die Tür offen. Also machen es mit, ich habe deine Story gesehen und würde gerne nochmal mit dir reden. Ich sehe, jetzt hast du es ganz anders vorgelesen. Ja, du hast recht. Und das hat mich auch nochmal, hat mich auch nochmal, ich kann auch das erste nochmal ganz anders vorlesen. Oh ja. Einfach nur Emilia, von. einfach nur für den Geschmack und fürs Gefühl, Ja. ne? Emilia, ich habe deine Story gesehen. Warum warst du auf dieser Demo? Erklär's mir, ich verstehe das einfach nicht. Oh, wenn du es so vorliest, wäre ich schon wieder eher bei 1. Okay, ich bin raus. Jetzt wäre 1 besser, ja. Wir eröffnen die Diskussion nochmal von vorne. Weltweit 3 Stunden später. Ja, so ein Zufallsgenerator wäre doch schön. Weißt du, bei uns wurden ganze Impfungen in der Stadtverwaltung mit einem Zufallsgenerator vergeben. Warum nicht auch die Frage, nimmt man 1 oder 2? Ich habe auch gerade geguckt, ob ich hier irgendwas habe, was ich. Ich nehme jetzt die einfühlsam vorgelesene 1, sagt Fockaffe. Ja, bei der, also tatsächlich, so wie du es jetzt vorgelesen hast, bin ich auch bei der 1. Das ist krass, was das ausmacht. Ja, total. Aber so wie ich es vorgelesen habe, passt jetzt nicht zu dem schnaufenden Emote. Aber das ist halt. Nein, wir machen jetzt nicht noch mal eine Umfrage, Daddel. Das wird uns nur. Wir sind jetzt so kurz davor, eine Entscheidung zu treffen. Ja. Ah, guter Punkt, Fockaffe. Jetzt erschließt sich mir der Sinn von Sprachnachrichten. Ja, also mich persönlich nerven Sprachnachrichten immer so ein bisschen. Kommt aber darauf an, von wem sie kommen und zu welcher Uhrzeit sie kommen. Ich sage immer noch 2. Jetzt bist du dran. Ja, ich wäre auch bei 2. Ich würde so ein bisschen, also, weil ich denke einfach nicht, dass es ist, glaube ich, besser, wenn wir das an dieser. Ich würde das hier gerne sagen, aber Daddel ist nicht begeistert. Ja, ich würde dieses Spiel auch gerne mit Sprachnachrichten machen, aber da sind wir in der Technologie leider noch nicht so weit. Beziehungsweise es könnte eventuell gehen, aber Jetzt wäre es tatsächlich cool, jemanden aus diesem Entwicklerteam da zu haben. Entweder von Playing History oder von der Bildungsstätte Anne Frank, weil also die müssen ja irgendwas im Kopf gehabt haben. Oder aber sie wollten, dass wir jetzt genau diesen Effekt haben. Kann auch sein. So, Lerneffekt, eingeschränkte Kommunikation, unterschiedliche Kommunikationsmittel und Wege. Möglich. Aber jetzt, für mich wäre das jetzt gerade hilfreich, wenn ich wüsste, was sie sich dabei gedacht haben. Und ich finde auch die Emojis, aber letzte Woche schon festgestellt, die passen nicht immer zum Text. Und dann gibt es auch so Leute, die schreiben einen Text und packen dann hinten ein Emoji, um dann irgendwie nochmal unterzujubeln, was sie eigentlich sagen wollen. Was sie aber im Text gar nicht sagen. Also wo dann auf einmal noch, weißt du? Ja, Vielleicht bleibt es doch. ich weiß. Ich nehme jetzt 2 Leute. Ja. Hey Emilia, ich habe deine Story gesehen und ich würde mich gern nochmal mit dir gern nochmal mit dir reden.